Der neue Trainer von Paris Saint-Germain, Thomas Tuchel, plant offenbar eine spektakuläre Neuverpflichtung für sein Star-Ensemble. Laut der französischen Zeitung L'Équipe denkt der ehemalige BVB-Coach über einen Kauf von Jérôme Boateng von Bayern München nach. Der Rekordmeister fordert angeblich 80 Millionen Euro für den deutschen Nationalverteidiger. Als Alternative hat Tuchel Leonardo Bonucci vom AC Mailand im Auge. Zu den Bayern kommen soll dagegen das kanadische Supertalent Alphonso Davies vom MLS-Club Vancouver Whitecaps. Wie das US-Portal The Athletic berichtet, steht ein Wechsel nach München kurz bevor. Der 17-Jährige würde den FC Bayern rund 10,2 Millionen Euro kosten und wäre damit der Rekordtransfer der USA. Seine Geschwindigkeit, seine Technik und sein Zug zum Tor machen ihn zur Waffe, sagte Scout Matthias Hammann gegenüber Sport1. Naby Keita hat seinen Wechsel von RB Leipzig zum FC Liverpool erklärt. Es stimmt, dass auch der FC Barcelona und Bayern München Interesse hatten. Aber Trainer Jürgen Klopp hat eine große Rolle gespielt. Wir hatten gute Gespräche. Was er zu mir gesagt hat, hat mich wirklich überzeugt, sagte Keita gegenüber der englischen Zeitung The Guardian. Auf der Suche nach einem Nachfolger für den abgewanderten Superstar Cristiano Ronaldo streckt Real Madrid seine Fühler nach Angreifer Mauro Icardi aus. Wie die spanische Marca berichtet, arbeitet Real an einer Offerte für den Argentinier von Inter Mailand. Seine Ausstiegsklausel liegt bei 110 Millionen Euro.